willkommen zu einem neuen Antrift. In dieser Folge treffe ich Jill. Jill ist eine junge Frau, die bei den Jungfreisinnigen politisiert. Politik hat in diesem dreiteiligen Interview sicher einen grossen Schwerpunkt. Aber nicht nur. Mit Jill rede ich auch über Sport, über Freizeit wie Ausgang und auch Musik und Kunst. Ich danke der Jill für den Mut, dass sie bei mir auf einen heissen Stuhl gehockt ist. Ich als Linke treffe Bürgerliche und sie als Bürgerliche trifft mit mir einen Linken. Das Interview zeigt einfach mal schön, dass jeder seinen Standpunkt hat und auch bereit ist, andere Standpunkte mal anzuhören und auch darüber diskutieren und auch vielleicht ein bisschen zu verstehen, aber auch nicht müssen verstehen, sondern einfach auch mal anhören und auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren. Das finde ich sehr schön an diesem Interview. Aber wie gesagt, wenn der erste Teil jetzt heute startet, kommen die anderen zwei am gleichen Tag einfach immer eine Woche drauf. Ich hoffe, euch gefällt das Interview und bis zum nächsten Antriff. Ich heiße Jan, tschüss zusammen! Hallo Jill, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du mir mal sagen, wer du bist und mit drei Eigenschaften beschreiben? Hallo Jan, danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, ich wohne nicht weit von da, 5 Minuten mit dem Velo, also recht sehr unkompliziert. Und ja, wer ich bin? Ich denke, ich bin vor allem da, weil ich bei den Jungfreisinnigen sehr aktiv bin. Ich bin dort im Schweizer Vorstand und auch im Zuger. Ich habe im Zug die so ein bisschen wieder zum Leben erweckt. Und bin sehr engagiert, so ein bisschen Podiumsdiskussionen. Ich habe diesen Sommer auch das erste Mal kandidiert, da in Cham für den Kantonsrat Zug. Und so ist so ein bisschen der Kontakt hergestellt worden. Und jetzt 3 Eigenschaften, würde ich sagen, ich bin sehr vielfältig interessiert. Das ist so, ja. Ich habe ein bisschen geschaut. Hast du schon ein bisschen gesehen, ja. Ja. Ich bin vielleicht eine Person, die nicht so immer in die Tiefe geht, aber viel überall dabei ist und Verschiedenes macht. Die zweite Eigenschaft ist, dass ich sehr offen bin. Also ich versuche immer ohne Vorurteile auf Sachen zuzugehen und mehr mit Neugier als mit Hemmnis. Und das Dritte ist auch, dass ich einfach eine Person bin, die sehr kontaktfreudig ist, gerne draußen ist, gerne unterwegs und sich nicht einfach so introvertiert einschliesst. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, also wir haben es gerade 2 Mal miteinander geschrieben. Es war die Anfrage und nachher hast du eigentlich gerade sofort zugesagt, was mich sehr freut. Mhm. Wie war der Wahlkampf für dich? Ja. Ich muss sagen, es war sehr gut organisiert von der FDP. Das war ein grosser Vorteil. Ich konnte mit Leuten reden, die Erfahrungen haben. Ich habe dort ein super Fotoshooting bekommen. Ja, ich habe überall ein bisschen gestrahlt. Ja, ich habe mich nachher nicht mehr schämen, wo ich mein Gesicht nicht gesehen habe. Da war ich froh gewesen. Aber spannend fand ich, gefunden, wirklich mit der Kamera in Kontakt zu kommen. Weil ich wohne jetzt seit 24 Jahren hier, also fast mein ganzes Leben. Und habe dann nochmal zum Teil Kontakt von früher getroffen, als ich irgendwie am Dorfmarkt am etwas ausschenken war, als ich am Morgen am Bahnhof bei den Pendlern etwas am Verteilen war. Aber bin auch mit Leuten in Kontakt gekommen, die ich noch nicht so kennt habe, die mir dann erzählt haben, vielleicht auch, wieso sie gar nicht abstimmen wollen, wieso sie mich nicht wählen wollen oder natürlich auch irgendwie ein positives Feedback und dann noch ein paar Ideen, was ich dann noch ins Parlament mitnehmen könnte. Und jetzt muss man helfen. Du bist jetzt, glaube ich, wenn jemand zurücktritt von der FDP-Kantonsrat, bist du jemand, der nachher rutscht. Genau, ist ja. Ist das so? Das ist so. Und warum im Kantonsrat? Also wenn du dann wüsstest. Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Ausgangslage, dass im Zug bald Wahlen sind und dass ich auch weiss, eben, da bin ich aufgewachsen in Cham, das ist dort, wo ich mich auch später noch sehe und darum so ein bisschen lokal will etwas bewirken mehr. Und dann habe ich mich mal mit dem Arno, mit dem Präsidenten der FDP, zusammengesetzt und
habe gewusst, dass er in Gemeinderat will und finde das eine super Wahl. Ich bin auch froh, dass er gewählt wurde. Und dann habe ich einfach gewusst, ja, in dem Fall wäre meine Möglichkeit, im Kantonsrat versuchen, Fuß zu fassen. Und nachdem ich auch so ein bisschen zur Verfassung gelesen habe und mir Sachen angestrichen habe und ich gesagt habe, ja, das würde ich jetzt, glaube ich, im Kantonsrat thematisieren, habe ich einfach gewusst, jawohl, dort könnte ich wirklich auch etwas bewirken oder mich einbringen. Und ja, FDP, vielleicht ist ein bisschen ein Vorurteil von mir, aber es sind ja meistens so Männer, vor allem grossenteils, und mit fast Anzug und gestriegelt. Und dann ist es eigentlich eine wahre Freude, so eine powervolle, strahlende Frau zu sehen. Warum die FDP? Ja, angefangen hat es mir so in der Volljährigkeit, dass ich gewusst habe, weil ich jetzt abstimme und viel Zeitung lese und jetzt ins Berufsleben einsteige, dass ich will mich da auch einbringen. Und eben dann ist die Frage gekommen, wie einbringen, wo. Und ich habe einfach gewusst, Freiheit ist mir schon extrem wichtig damals. Und auch so ein bisschen Individualität, dass sich jeder kann entfalten, wie er das gut findet. Und so bin ich dann recht schnell auf die Jungfreisinnigen gekommen. Nicht gerade auf die FDP, aber Jungfreisinn, die dort vorne gestanden ist und gesagt hat, ja, Ehe für alle, freie Ladenöffnungszeiten, irgendwie kein Zwang mehr mit der Kirchensteuer. Das sind alles so Themen gewesen, wo ich fand, doch, ja, jeder soll ja selber entscheiden, ob er Kirchensteuer zahlt oder nicht. Jeder Laden soll selber entscheiden, wie lange er offen hat. Jeder soll entscheiden, wer er will heiraten. Ja, das hat mich dann so ein bisschen überzogen. Aber was ist jetzt für dich wirklich Freiheit? Ja, das ist auch wieder eine individuelle Sache. Ja, klar. Also Individualität, das trifft schon mal, das ist Freiheit, oder? Aber so die Standardantwort ist dann natürlich, dass du deine Freiheit so weit darfst leben, wie es die anderen nicht stört. Ich meine, ich finde nicht, dass man selbst Freiheit hat, bis Mitternacht Party und Radau machen. Das würden vielleicht einige so sehen, aber das stört vielleicht mal den Nachbar. Aber ich finde jetzt eben gerade, wenn du jemanden heiraten willst, wo die Gesellschaft vielleicht nicht so gut findet, dann soll das deine Freiheit sein, weil eigentlich muss das den Nachbar nicht stören, oder? Und was ist denn dran, wenn man sagt, mehr Freiheit und weniger Staat? Ist denn der Staat der, der die Freiheit einschränkt? Teilweise sicher. Und teilweise ist das auch notwendig, dass der Staat eingreift. Also ich muss sagen, ich bin keine Libertäre, die sagt, kein Staat, ich sage weniger Staat. Aber ich meine, der Klassiker ist die Wirtschaftsfreiheit, dass wenn Private etwas machen könnten, vielleicht auch daran Geld verdienen und da wirklich Einsatz geben und das so gestalten, wie sie es gut finden, wenn dann das der Staat macht, der den Vorteil hat, dass es mit Steuergeldern machen kann, dann finde ich es einfach problematisch. Und das Gleiche wäre jetzt zum Beispiel bei Vollgeld gewesen bei mir. Dort habe ich so gefunden, ja, eine Tätigkeit, die die einzelnen kommerziellen Banken selber machen können, wieso soll da der Staat kommen und eben da eigentlich Kreditvergabe so ein bisschen der Fadenzieher werden? Das ist so ein bisschen, ja. Und mit dem Grundeinkommen, also bedingungslosen Grundeinkommen, wie stehst du denn da? Weil das ist ja dann auch eine freie Entscheidung, ob ich das brauche oder nicht. Ja, jetzt im Grundeinkommen gibt es ja die Version, die für mich fast libertär ist, die sagt, jeder kommt zwar das Grundeinkommen über, aber dass das Budget wieder ausgeglichen ist, werden alle Sozialleistungen gestrichen. Ah, okay. Und das würde mir jetzt zu weit gehen, weil den finde ich ja, ein Reicher, der es nicht braucht, bekommt einfach Geld geschenkt. Und jemand, der vielleicht mehr Bedürfnisse hat, der bekommt das Geld, kommt weniger über, oder? Und das ist der Grund, wieso ich gegen diese Version bin. Und wenn man jetzt einfach sagt, ja, wir lernen Sozialleistungen, wir lernen alles, aber jeder kommt noch ein Geschenk über monatlich von einem gewissen Betrag, dann geht es für mich einfach in den Ausgaben nicht mehr auf. Und dann bleibt auch immer noch der Faktor, dass Leute das Geld bekommen, das sie nicht brauchen, oder? Wo eigentlich gut ohne zurecht würden kommen. Aber wie siehst du die Zukunft, oder? Arbeiten werden wegfallen, weil es technisch möglich ist, dass Maschinen und das alles übernehmen. Wir werden ja immer mehr Arbeitslose haben. Wie wie hast du das vorgestellt, probieren zu lösen? Weil wir haben immer mehr Leute, die nicht mehr arbeiten müssen. Mhm.
Ja, das finde ich sehr spannendes Gedankenexperiment oder eben auch Realität, die wir werden sehen wahrscheinlich. Und dort sehe ich verschiedene Ansätze. Etwas ist jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, Leute im Alter haben mehr Mühe, eine Arbeit zu finden, dass man einfach sagt, die Arbeitgeberbeiträge werden dort auch gekürzt, dass die Arbeitgeber noch mehr Anreize haben, so Leute noch zu behalten, einzustellen. Oder natürlich, wenn wir sagen, ja, unser Bruttoinlandprodukt geht auf, wir können uns das leisten, früher pensioniert werden, bin ich auch nicht die, die dagegen ist. Wenn wir wirklich das sehen, okay, wir haben genug Einkommen generiert in diesen wenigen Jahren. Oder was ich natürlich auch sehe, auch alles so ein bisschen flexibilisieren. Also wir haben bei der Jungfreisinnung mal darüber geredet, dass wir jedem so eine Lebenspause schenken können, wo jeder kann selber entscheiden kann, wenn er will, die nehmen und nicht arbeiten, ohne dass er sich jetzt irgendwie muss rechtfertigen muss. Wenn die dann wieder begrenzt ist, ist er dann auch wieder wenig Freiheit. Die ist ja dann begrenzt. Das stimmt. Also, das stimmt. Das ist ja dann auch wieder reguliert. Also, finde ich spannend. Also, ich finde den Ansatz schon gut. Es wäre wie so ein Sabbatical-Year oder so. Aber bei mir leuchtet natürlich immer, wenn man heisst, mehr Freiheit, weniger Staat, natürlich die Rotlampe, weil Beeinträchtigung ein Thema liegt natürlich beim Staat. Auch ich muss sagen, ich bin ja ein Linker, bin auch nicht ganz glücklich mit der momentanen Lösung, aber weniger Staat, das ist ja dann wieder für uns weniger IV-Rente oder weniger Ergänzungsleistungen. Und dann, für mich hat noch kein FDPler können sagen, wenn er das lösen will, mit der Inklusion, dass wir in der Gesellschaft unseren Teil haben können. Hast du eine Lösung? Also ich denke, du sprichst zwei Sachen an. Das eine ist mal so ein bisschen das Finanzielle oder das Grundbedürfnis sichergestellt sind. Und da bin ich voll mit dir. Ich finde, AHV, die erste Säule, soll so stark sein, dass, oder eben AHV, IV soll so stark sein, dass jeder ein würdiges Leben hat und dass wir dann auch in der zweiten Säule nicht mehr so viel Umverteilung haben, weil die erste Säule einfach das alles schon gewährleistet, also auch Grundleistungen gegeben sind. Und dann könnte man vielleicht auch eben schauen, dass dann, also eben der Sockel einfach gut ist. Und ich glaube, das Zweite, was du ansprichst, Inklusion, das geht ja weit über das Finanzielle raus, oder? Ja, aber natürlich ist von der ersten Frage natürlich matchentscheidend, oder? Wenn wir in der Unsicherheit leben, wenn man die Rente nicht mehr sicher hat, dann kannst du natürlich auch nicht frei ausschwingen und deinen Teil mitnehmen, oder? So habe ich es gekoppelt. Ja. Ja, also eben wenn es von diesem Gesichtspunkt ist, finde ich auf jeden Fall, man soll nicht besonders von Leistungen kürzen. Auf keinen Fall. Ja, ich finde jetzt zum Beispiel den Umwandlungssatz in der zweiten Säule, was ja nicht soll deine Grundbedürfnisse decken, sondern einfach schauen, dass du noch einen schönen Standard hast im Alter. Der soll ganz klar so sein, dass es auch angepasst ist, auf was die Wirtschaft im Moment für Erträge bekommt, wie die Lebenserwartung ist. Eben wie viel überhaupt eingezahlt wird. Und der ist jetzt für mich einfach zu hoch, der Umwandlungssatz. Den sollte man senken, dass man nicht nachher muss noch irgendwie mit Steuern dort gross etwas ändern muss. Ja, aber nicht in der ersten Säule dann irgendwie die Grundbeiträge kürzen. Und so könnte man alles ein bisschen abfedern, oder? Wenn man schaut. Oder weißt du jetzt ein Beispiel, ich bin völlig für das Sparpaket, das damals im Zug abgelehnt worden ist. Und dort waren ja Sachen drin, wie wenn du geblitzt wirst mit dem Auto, dann wird dir 1 oder 2 km/h vom Staat gezahlt, wo du nicht musst Buße zahlen. Oder Kantonalbank und 1 Million Steuerbegünstigung über. Ich meine, ganz ehrlich, wir könnten noch an vielen Orten sparen, bevor wir jetzt hier IV kürzen. Das ist so, aber warum wird das immer medial so aufgebläht? Also, dass dort selbst gespart werden. Ja, und Missgunst und so, das verstehe ich nicht. Wie Bürgerliche das wirklich im Fernsehen so vertreten. Also, weißt du, und dann aber gleich wieder für Firmen
Steuersenkungen durchboxen und bei den Ärmsten weg aussparen. Das, ich bin auch für Freiheit. Ich bin ein rebellischer Mensch. Mhm. Aber das verstehe ich nicht, wie das geht. Ja, ich muss sagen, das verstehe ich auch nicht. Ich habe es auch bei AV 22 nicht verstanden, dass man eigentlich ein System entwickelt hat, wo viele, wo die Grundleistungen unversteuerlich bezogen haben in der ersten Säule, aus dem rausgefallen wären und dann das hätten müssen versteuern. Das habe ich nicht verstanden, weil ich finde, eben, dort hätte man eigentlich das belassen und nicht an die 70 Franken schenken, dass gewisse Leute aus dem rausgefallen, sondern einfach an anderen Orten ansetzen. Und ich meine, ich bin natürlich auch nicht immer der FDP einer Meinung. Ich bin sehr jungfräsinnig. Ich bin auch nicht 100% bei den Jungfräsinnigen gleicher Meinung, aber Jungfräsinnigen würde ich sagen 90%. Und FDP hat es jetzt in den letzten zwei Jahren sicher etwa 4 Abstimmungen gegeben, wo ich anderer Meinung war. Das zeigt, dass du nicht kein Parteisoldatin bist. Das freut mich, weil auch da man muss den Horizont frei behalten. Ja. Und